Ja, liebe Motorsportmagazin.com Leser, heute haben wir was ganz Spezielles für euch vorbereitet. Wir haben nämlich Besuch. Jörg Zander ist bei uns. Freue mich ganz besonders, dass du gekommen bist. Das ist für mich auch immer so was ganz Spezielles, weil Technik, da reden wir gerne drüber, das interessiert uns alle, das fasziniert uns. Aber so wirklich viel Wissen drüber tun wir nicht. Das wisst dann ihr, die Superbrains. Hoffen wir es mal, ja. Genau, ja. Herzlichen Dank für die Einladung, Christian. Schön habt das hier, sehr gemütlich. Dankeschön. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich die ein oder andere Frage zufriedenstellend beantworten kann. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ganz kurz zu deiner Person. Viele Leute kennen dich wahrscheinlich aus der Formel 1. Hast aber angefangen in der ITC, glaube ich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, im Motorsport. Ja, die ersten Jahre, das war 1991, Ende 1990 bei Toyota in Köln. War also nicht die ITC, sondern es ging mit dem Rallye-Sport los. Okay. Hatte ich ja eine ganz besondere Beziehung zu, denn mit 18, wie so viele in diesem Alter, habe ich auch meinen Führerschein gemacht und habe mir dann gleich ein adäquates Fahrzeug zugelegt. Damals ein Opel Kadett C Coupé. Der wurde dann mit Überrollkäfig ausgerüstet und dann ging es auch gleich auf die Rallye-Pisten. Also ich war ein Rallye-Fan, genau. Okay. Und nach Abschluss meines Studiums ging es dann direkt zu Toyota nach Köln. Oder muss ich sagen, habe ich das Glück gehabt, dort eine Anstellung zu finden bei Dieter Bulling und Bernd Säubert. Die haben damals eine Entwicklungsabteilung dort in Köln gegründet. Und ich war der glückliche erste Mitarbeiter dort, ganz genau. Ja, dann ging es also im Rallye-Sport ging es halt eben los. Mhm. Toyota hat dich dann später nochmal begleitet, auch mit der Formel 1. Das waren, glaube ich, deine Formel 1 Anfänge. Ganz genau. Das ging halt über den Rallye-Sport. 1993 haben wir dann auch mal in der britischen Tourenwagenmeisterschaft ein Fahrzeug entwickelt für Toyota England. Und das ging bis 1994. Dann 1995 tatsächlich der Wechsel dann in die ITC. Bin dann zu Opel, zum Opel-Team Rosberg gestoßen und war hier für ein Jahr der Renningenieur von Hans-Joachim Stuck. Das war natürlich eine super Sache, weil ich kannte als Junge den Striezel natürlich von verschiedenen Rennen, die ich da im Fernsehen verfolgt hatte. Und ich fand das so begeisternd, wenn dieser sympathische Bayer da mit halbem Oberkörper aus seinem Audi V8 um die Kurven geschossen ist nach der Zieldurchfahrt. Und da war ich mächtig stolz, als ich mich dann 1996 als Renningenieur von Hans-Joachim wiederfinden konnte. War eine tolle Sache. Da fällt mir nämlich gerade ein, habe ich dir was mitgebracht. Das habe ich nämlich zufällig letzte Woche gefunden. Ich denke, das wäre vielleicht eine ganz tolle Sache für heute. Und zwar ist das ein Original Team-Shirt, was ich damals da getragen habe. Das habe ich noch in so einer Tasche gefunden und ich denke, das bringe ich dir da jetzt mal heute mit. Kann man vielleicht mal hier so in die Kamera halten. Ja. Racing Red, ja. Mit den Sponsoren da drauf. Genau, habe ich gedacht, das bringe ich dir mit. Das kannst du vielleicht dann mal an einem Wochenende, wenn du ausgehst in der Disco, kannst du das mal anziehen. Na, das bleibt hier bei uns auf jeden Fall im Studio. Sehr cool. Hätte ich mir natürlich gewünscht, dass du es anziehst hier, aber... Es passt nicht mehr. Oh. Ja, genau. Ganz also, gutes Stichwort eigentlich. Ja. Man sieht es, es passt nicht mehr. Das war ja mal ein bisschen zu groß. Also das ist genau, jetzt heute das, deutlich zu genau, groß. War Größe L, ganz genau. Da hatte ich dann noch in etwa, ja, ich schätze mal so 10 Kilogramm mehr auf dem Körper. Du bist heute ganz sportlich unterwegs jetzt, oder? Also ich habe Fotos von dir gesehen. Hm. Das ist mit Sport fast nicht mehr zu beschreiben. Ironman-Distanz. Ja, genau. Ja. Also Sport immer schon Leidenschaft. Bei uns in der Familie wurde man mit dem Alter von 5 oder 6 erstmal in den Fußballverein transportiert. Da musste man fleißig mittrainieren. Und ich habe noch 2 Brüder, die können mit dem Ball ein bisschen besser umgehen als ich. Dann ging es lange Fußball, dann mal 12 Jahre auch Squash. Und das war so um 2002. Dann habe ich mich dann für den Ausdauersport interessiert, habe diverse Marathons absolviert, Paris, England, Köln und so weiter. Und hat mich schon immer für den Triathlon interessiert, hat aber da wirklich keine
Gabe fürs Schwimmen, deswegen konnte ich das nicht machen. Aber zuletzt bei Audi hat mich die jüngere Garde dann mal herausgelockt und provoziert. Und ich habe dann gesagt, okay, dann muss ich das vielleicht jetzt in den späten Jahren doch noch lernen. Und das war dann vor 7 Jahren der Fall. Und seitdem mache ich Triathlon ganz genau. Habe halt verschiedene Distanzen absolviert, olympische und diese Mitteldistanzen, nennen sich 70-3. Und das große Ziel, was halt eben noch offen stand, war halt die Ironman-Distanz. Und habe ich dann dafür trainiert dieses Jahr und hatte dann die Möglichkeit, Ende Juli in Zürich an dem Event teilzunehmen. Und ja, war dann auch glücklich, als ich nach 12,5 Stunden da über die Ziellinie gelaufen bin. Genau, ja, tolle Erfahrung. Ja. Genau. Du hast gerade schon angesprochen, in Köln bist du im Marathon gelaufen, hast dann Köln, Toyota natürlich wieder, um darauf zurückzukommen. Ganz genau, ja. Dann bei BAR, Williams, BMW, Honda, Braun, Audi hast du auch schon angesprochen und zuletzt Sauber, immer in verschiedenen technischen Positionen. Ja. Wir haben so viele spannende Themen zu besprechen, dass wir das sogar auf mehrere Videos aufteilen müssen. Vielleicht ganz kurz noch zum Thema Sauber, das werden wir jetzt nicht mehr so behandeln, wäre auch ein bisschen unfair, weil du noch recht frisch raus bist aus der ganzen Geschichte. Allzu viele Geheimnisse wären gemein zu verraten, glaube ich. Und wir haben ja Anfang der Saison schon unsere ausführliche Analyse gemacht. Ja, ja. Über den C37. Mhm. Ganz ausführlich besprochen. Sehr schön. Hier auch sogar mit Fotos, also mit dem Beweis. Ja. Ich glaube, bei den Testfahrten in Barcelona. Ganz genau, ja. Alles im Printmagazin drin gewesen, das stellen wir für euch online als kleines Schmankerl, dann könnt ihr euch das zu Sauber noch durchlesen. Wir haben aber genügend andere Gesprächsthemen noch. Ups, jetzt macht sich das schon selbstständig. Ich habe gerade schon die Station ein bisschen aufgezählt. Welche fandest du denn am spannendsten? Also spannend, sehr spannend war sicherlich die Phase 1991 bis 95 bei Toyota. Und zwar aus folgendem Grund. Man muss sich vorstellen, man kommt als junger Ingenieur von der Hochschule, hat natürlich den Sack voll mit theoretischen Aspekten und Kenntnissen und findet jetzt hier im kleinen Entwicklungsteam von vielleicht 15 Leuten die Möglichkeit, diese theoretischen Kenntnisse auch tatsächlich anzuwenden. Und wir haben hier Prototypen entwickelt, also Gesamtfahrzeuge, sogenannte ideale Rallye-Fahrzeuge. Die hatten auch eine entsprechende Nomenklatur, wurden Ideal Successor genannt, Ideal Successor 1 und 2 auf Basis Toyota Celica und Toyota Corolla. Und Zielsetzung war in erster Linie, diese Fahrzeuge so zu konstellieren, dass sie fahrdynamisch für den Rallye-Sport perfekt gerüstet waren. Und eines der Zielsetzungen war halt hier eine Gewichtsverteilung von 50-50% Vorderachse zur Hinterachse zu realisieren. Und die Rallye-Fahrzeuge, die derzeit im Einsatz waren, waren meist Frontmotor-, Allrad-getriebene Fahrzeuge, also waren natürlich entsprechend frontlastig, mit Gewichtsverteilung um 65% an der Vorderachse. Und dementsprechend gab es da natürlich viele Kompromisse hinsichtlich der Fahrdynamik. So, und hier konnten wir praktisch unseren ganzen innovativen Trieb freien Lauf lassen und konnten hier gemeinsam ganz tolle Fahrzeuge entwickeln mit Transaxle-Antrieben. Das Getriebe war halt an der Hinterachse arrangiert. Dieser Antriebsstrang hatte 2 Kardanwellen, da ging also eine Kardanwelle vom Abtriebmotor, der längs eingebaut war an der Vorderachse, zum Getriebe nach hinten, vom Differential dann wieder zurück nach vorne, zum Vorderachsdifferential, was halt seitlich an den Motor angeflanscht war. Dann gab es die Kraftübertragung zwischen zweitem und drittem Hauptlager. Also das war phänomenal, ja, dass wir uns da, sage ich mal, so technisch ingenieurwissenschaftlich austoben konnten. Das war eine ganz tolle Sache. Und es war halt eben kein reines theoretisches Spiel, sondern wir haben all das in die Praxis umgesetzt. Das heißt, die Autos waren tatsächlich dann auch fahrbar und sind im Gelände, wie bei Fahrdynamikuntersuchungen auf dem Pirelli-Testgelände damals, hinsichtlich Fahrdynamikqualität untersucht worden, bewertet worden.
und auch verglichen worden mit den existenten Fahrzeugen. Und das wurde auch ganz klar belegt, dass diese Prototypen mitunter diese besseren Eigenschaften hatten und auch schneller waren. Also eine ganz tolle Sache. Des Weiteren kann ich anfügen, dass gerade im Rallye-Sport das sehr interessant ist für Entwicklungsingenieure, dass sie halt diese fahrdynamischen Erlebnisse halt eben durchaus halt auch mal gereicht bekommen. Das heißt, man sitzt als Ingenieur neben dem Fahrer und kann halt auch mal das Gefühl von Geschwindigkeit oder Grenzbereich erfahren. Welcher Fahrer war der Schlimmste? Also wir haben sehr viel Zeit mit Marc Douay verbracht. Marc Douay war zu der Zeit vertraglicher Testfahrer für Toyota. Aber ich sag mal so, mit Juha Kankkunen muss ich sagen, das war schon nochmal auch eine ganz spezielle Nummer. Wir haben dort in Griechenland getestet. Das war phänomenal, muss ich sagen. Ja. Ich habe mich dann gefreut, dass ich dann halt an einem Stück und lebend dann auch wieder aus dem Auto ausgestiegen bin. Aber da gab es schon sehr prägnante Momente, auch mit Marc, auch in Griechenland. Da ergab es sich, dass wir über recht gefährliche Serpentinen Bergaufstück fahren mussten auf Schotter. Und das Fahrzeug hatte einen Reifenschaden erlitten, hinten rechts, und war dementsprechend schlecht zu kontrollieren. Und Marc hat das Auto zum Stehen gebracht. Und ich bin dann ausgestiegen und habe mir geguckt, wo sind wir hier eigentlich? Und habe dann festgestellt, wir sind an einer ungesicherten Straße. Und dann habe ich so über den Abhang geguckt und da ging es 200 Meter geradewegs bergab. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man über diesen Abhang da hinaus gefahren oder geschlittert wäre, dann würde ich jetzt heute dann wahrscheinlich hier nicht sitzen. Genau. Aber wie gesagt, solche Erlebnisse konnten wir da machen. Es ging halt nicht allein um den ingenieurwissenschaftlichen Gehalt, um die Technik und um die Theorie, sondern man konnte die Praxis und das, was man geschaffen hatte, halt eins zu eins auch miterleben. Und das war eine ganz tolle Sache. Weil wir in einem kleinen Entwicklungsteam waren, konnte man sich natürlich auch nicht spezialisieren. Das heißt, man hat praktisch überall mithelfen dürfen, müssen und können. Und insofern hat man natürlich in frühen Jahren dann auch gleich sein Spektrum erweitert. Und ich denke, das war für mich auch so ein bisschen der Grundstein für die spätere Karriere, weil hier einfach viele Themen in recht kurzer Zeit bearbeitet werden konnten. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir haben da schon mal privat ein bisschen drüber gesprochen. Was uns beide so ein bisschen stört an modernen Motorsport ist ja, dass wenn ich jetzt als junger Ingenieur komme, so spezialisiert meistens schon bin, weil die Sachen so hochkomplex sind, dass ich mich überspitzt formuliere, jetzt irgendwie mit einem Raddrehzahlsensor befasse und nicht mehr das große Gesamte im Überblick habe. Und das war natürlich dann schon der perfekte Einstieg, um den Gesamtüberblick zu haben über das Fahrzeug. Ja, richtig. Ja. Weil es waren halt überall Aufgaben zu erledigen. Ich habe mich dann gerne mit der Mechanik befasst, also habe im Fahrwerksbereich konstruiert, berechnet, die Kinematik ausgelegt, die Funktionen simuliert, alles, was man entsprechend der ingenieurwissenschaftlichen Künste halt eben machen musste. Aber auch Überrollkäfig, Chassis-Auslegungen wurden berechnet und habe dort mitgeholfen, Chassis-Steifigkeiten definieren und berechnen. Im Antriebsstrang das Getriebe, das ich eben erwähnte, habe ich konstruiert, zumindest mal das Konzept. In Zusammenarbeit mit X-Track wurde es dann im Detail konstruiert und letztendlich auch produziert. Und ja, da konnte man seinen Horizont halt eben in kurzer Zeit doch stark ausprägen. Und das war sicherlich dann auch eine gute Lehre, eine gute Ausbildung für das, was halt danach kam. Die Opel Calibras in der ITC waren allradgetriebene Fahrzeuge. Und man hatte vielleicht im Rundstreckensport noch nicht die Erfahrung vom Allradantrieb und was man alles damit anstellen kann.
Alfa Romeo hatte zu dem Zeitpunkt auch allradgetriebene Fahrzeuge, hingegen Mercedes hinterradgetriebene Fahrzeuge. Und Opel hatte in den Jahren zuvor da noch nicht so richtig den Dreh raus, wie man da auch einen Vorteil rausziehen kann. Und ich denke, ich konnte dann halt auch ein bisschen dazu beitragen, den Antriebsstrang und das Fahrwerk entsprechend den Anforderungen anzupassen. Also viel von der Rallye mitgenommen, komischerweise. Und das hat auf der Rundstrecke halt auch gut funktioniert. Und es war halt eben schön, dann auch miterleben zu können, dass wir mit Manuel Reuter, der für das Team Jöst gefahren ist in 96, dann mit einem Opel-Fahrzeug halt auch den Weltmeister stellen konnten. Genau, also eine tolle Sache. Dann, jetzt, da warst du quasi Renningenieur in diesem Stadium. Jetzt interessiert viele Leute, du warst zuletzt technischer Direktor bei Sauber. Wie wird man überhaupt technischer Direktor? Das ist ja das Oberste, was es überhaupt gibt auf Technikseite bei einem Formel-1-Team. Wie schafft man das? Gute Frage. Also ich muss sagen, das war jetzt nicht direkt mein Ziel oder ich hatte das nicht geplant. Ich hatte mir das nicht ins Buch geschrieben, zu sagen, ich muss irgendwann mal technischer Leiter werden. Aber ja, wie ich das eben schon eingangs erläuterte, bedingt durch die Vielfältigkeit, dass man halt in verschiedenen Bereichen dann halt auch Kenntnisse erweitert, sie anwenden kann und Erfahrungen macht. Ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Grundstein. Das eine betraf halt die Konstruktion, das andere betraf die Berechnung. 1996 dann viele Aspekte aus dem Bereich Fahrdynamik und das war schon mal eine gute Grundlage. Also, dass man technisch entsprechend ein gutes Verständnis mitbringt. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Das sollte man auf jeden Fall tun. Aber durch die Technik alleine ist auch nicht alles definiert. Es kommen dann im Laufe der Zeit halt Managementaufgaben hinzu. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man muss vielleicht da auch ein Händchen dafür haben, mit Menschen umzugehen, respektvoll mit Menschen umzugehen. Gerechtigkeit und Fairness walten zu lassen. Man muss verstehen, Leute zu motivieren. Man muss halt auch verstehen, die Kompetenzen der Leute entsprechend einzuschätzen, sie zu bewerten, sie innerhalb einer Organisation dann auch korrekt zu arrangieren. Das sind alles so Themen, die gehören natürlich auch dazu. Und für mich gesprochen, ich denke, ich bin über die Zeit einfach in diese Position hereingewachsen. Weniger habe ich mich hier zielstrebig, sag ich mal, dahin bewegt. So möchte ich es nicht sagen. Aber bei BAR Honda war ich zuständig für die Entwicklung der Bereiche Mechanik und Antriebsstrang. Hinzu kam Hydraulik. Ich nenne es immer so, alle Klapperatismen, die so ein Auto hatte, habe ich dann halt mit meiner Mannschaft entwickelt. Und das hat im Endeffekt schon die Hälfte des Fahrzeugs ausgemacht, kann man sagen. Und im nächsten Schritt, und das ging so über einige Jahre, ich sage jetzt 5, 6 Jahre, als mein Wechsel zu Williams kam, wurde mir dann halt eben auch die Position als Chief Designer angeboten. Und da war ich natürlich auch sehr stolz und es war halt eben ein weiterer Schritt, in dem er dort gewachsen ist. Ja, dann gesellen sich natürlich andere Fachbereiche hinzu, zum Beispiel das Thema Komposit, Kunststoffe, Faserverbund und auch das Thema Aerodynamik natürlich. Man muss aber sagen, dass wenn man in einem Motorsportteam in der Entwicklung arbeitet, kann man sich nie eigentlich so recht komplett von Themen ablösen. Also man ist irgendwo schon immer auch ein Stück weit in den anderen Fachbereichen involviert. Also Schnittstellen sozusagen gibt es immer überall Ganz irgendwie. klar, ja, weil der Integrationsgehalt eines gut funktionierenden Motorsportfahrzeugs ist halt recht hoch. Das kann man nicht einfach nur in Sektionen behandeln und in Sektionen denken. Da muss man, wie du sagst, einfach dafür Sorge tragen, dass einfach die Schnittstellen da auch gut abgedeckt sind, dass da einen guten Übergang gibt.
Genau. Ja, und dann ging es halt über diese Chief Designer Position bei Williams und Sauber wieder zurück zu meinem Team nach Brackley zu Honda. Und dort habe ich dann mit Ross zusammengearbeitet. War auch eine natürlich sehr interessante Zeit, obwohl das Auto in 2008 vielleicht nicht so performant war, auch aus bekannten Gründen. Wir hatten einfach ein Defizit an Motorleistung in dem Jahr, leider. Honda hat sich dann ja auch Ende 2008 zurückgezogen, wie einige andere Hersteller auch. Das war eine recht kritische Zeit, war auch zu Zeiten der Finanzkrise. Die Automobilindustrie musste dort auch ein wenig umdenken. Genau, und ich hatte dann halt eben die Position als Deputy Technical Director, wobei es keinen echten technischen Direktor gab in 2008 und 2009. Ich habe halt viele Dinge gemeinsam mit Ross angegangen, wobei ich halt eben wirklich die Technikmannschaft geleitet und gemanagt habe. Zu der Zeit war Loic Bigouard der Chef der Aerodynamik. Also wir beide haben dort zusammengearbeitet. Und genau, und haben dann ja 2009 ein Weltmeisterauto realisiert, diesen Brawn GP1. Und Jenson Button und Barrichello drauf gefahren sind. Und ja, das war natürlich ein ganz, ganz fantastisches Jahr. Genau. So kommt man da in etwa hin. Ja, ich denke, man wächst halt eben in die Position rein. Ich denke, es ist wichtig, dass man diese Kriterien Kompetenz, Fachkompetenz sicherlich mitbringt, dass man halt versucht, in vielen Bereichen einfach mal reinzuschnuppern, da auch was mitzunehmen, aktiv drin zu arbeiten und somit erweitert man seinen Horizont. Und das andere betrifft halt eben das Management. Das ist einfach sehr wichtig, dass man ja, einfach bodenständig bleibt und versucht halt mit seinen Mannschaften, mit seinen Leuten da halt eben gemeinsam ein gutes Arbeitsklima zu arrangieren. Und das fördert die Motivation und öffnet die Türen für Innovation und kann man entsprechend gute Ergebnisse erzielen. Du hast gerade schon angesprochen, Chefdesigner, dann haben wir technischer Direktor ja in den Raum geworfen. Kannst du mal den Leuten grob erklären, was ein technischer Direktor macht? Ich meine, man hat irgendwie so eine Vorstellung, wahrscheinlich auch noch von vor 30, 40 Jahren, wo irgend so ein genialer Colin Chapman da saß und das Auto so mehr oder weniger alleine entworfen hat und dann gesagt hat, so hätte er es gerne, die Zeichnungen gemacht und fertig. Damit hat es ja überhaupt nichts mehr zu tun mit dem, was es früher war. Also, was können wir uns heute darunter vorstellen? Was ist der Unterschied zwischen einem Technical Director und einem Chief Designer? Und ich meine, es wird wahrscheinlich von Team zu Team auch immer ein bisschen unterschiedlich sein, welche Bezeichnung das jetzt genau hat, aber aus deiner Erfahrung kannst du das den Leuten mal ein bisschen näher bringen. Ja, natürlich. Ja, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also wie die Dinosaurier von vor 30, 40 Jahren da agiert haben, das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Zumindest mal in meinem Umfeld, in dem ich tätig war, habe ich das so nicht gesehen und ich selber bin halt eben auch kein Freund davon. Also die Entscheidungsfindung oder Entscheidungsprozesse durchzuführen in Personalunion, das ist heutzutage nicht mehr Usus. Dinge werden im Konsens entschieden. Und wie gesagt, da ist es einfach ganz wichtig, dass man eine gute Mannschaft um sich organisiert. Das wäre zum Beispiel schon mal eines der Aufgaben eines technischen Direktors, dass er dafür Sorge trägt, dass eine gut strukturierte Organisation aufgestellt ist. Er muss dafür Sorge tragen, dass er für die einzelnen Fachbereiche entsprechende Kompetenzen arrangiert. Er muss dafür Sorge tragen, dass er eine entsprechende Infrastruktur aufstellt, dass die Ingenieure und Techniker ihre Werkzeuge haben, um natürlich entsprechende Ergebnisse zu liefern, ihre Ergebnisse zu bearbeiten. Er muss dafür Sorge tragen, das ist auch ganz wichtig, dass es gute Arbeitsprozesse gibt,
dass die Arbeitsprozesse und die Entwicklungsprozesse gut definiert sind. Er muss dafür Sorge tragen, dass es gute Kommunikationsprozesse gibt. Da muss man sich so vorstellen, dass wie im Fußball, dass wenn man 11 Fußballspieler hat, die alle für sich gut sind, Fußball spielen können und stark sind, aber die Prozesse, das heißt der Austausch untereinander nicht gegeben ist, dann endet es meist im Chaos und man ist auch wenig erfolgreich. Und das ist hier genau das Gleiche. Das ist, man muss sich vorstellen, so eine Organisation hat mehrere hundert Mitarbeiter. Bei den kleinen Teams sind es vielleicht um die 200, 250 Mitarbeiter, Ingenieure, Techniker, Mechaniker und Manager. Bei den größeren Teams sind es weitaus mehr. Da reden wir von 700, 800 Leuten. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man eine gute Organisation hat und halt eben auch wirklich gute Arbeitsprozesse definiert hat. Gut, normalerweise sind in einem Formel-1-Team natürlich schon Prozesse vorhanden. Das ist ja nicht so, dass der technische Leiter da von null anfängt. Er muss aber halt sicherstellen, dass die Prozesse permanent optimiert werden. Die Anforderungen an ein Formel-1-Team ändern sich auch laufend. Es ändern sich Ziele in der Technik, es ändern sich Ziele in der Strategie, die Organisation wächst, es ändert sich manchmal auch der Fokus. Manchmal ist der Fokus mehr in Sachen Aerodynamik, manchmal ist er größer im Bereich Chassis, da geht es mehr um die Reifen, manchmal ist er größer im Bereich Antriebsstrang. Dementsprechend muss die Organisation dort entsprechend angepasst werden. Also da gibt es ja immer eine entsprechende Dynamik. Und der technische Leiter muss das definieren und muss ganz klar dafür Sorge tragen, dass entsprechend der Projektanforderungen der Apparat-Technikabteilung entsprechend angepasst und adaptiert ist. Und das ist ein laufender Prozess. Das heißt, man kann vielleicht sagen, es für die einzelne technische Lösung gar nicht mal so sehr zuständig, sondern vielmehr für die einzelnen Bereiche. Das heißt, wenn ich jetzt erkenne, Team X hat einen Schwachpunkt in der Fahrwerkskinematik, kriegen die Reifen nicht zum Arbeiten, was auch immer, wäre das die Aufgabe des technischen Direktors zu sagen, ich stärke diese Abteilung, das ist wichtig, so kriege ich insgesamt am meisten Gesamtperformance aus meinem Auto raus und nicht zu sagen, ich muss diesen Fahrwerkspunkt um 2 mm nach außen verschieben, um die Kinematik zu verbessern. Ja, könnte so sein, wie gesagt, wenn es halt eben um kapazitive Probleme geht. Das heißt, die Abteilung kann im Endeffekt die Aufgabe nicht bewältigen, weil sie unterbesetzt ist. Und dann muss er das natürlich erkennen. Wenn es aber ein Kompetenzproblem ist, weil man das nicht verstanden hat, da muss man halt eben auch hier ein Stück weit schauen, wie man entsprechende Kompetenzen zuführt. Aber der technische Direktor hilft hier natürlich auch im Lösungsansatz. Das ist richtig. Das ist nicht so, dass sich der technische Direktor jetzt mit den Detailproblemen tagtäglich auseinandersetzt. Das kann er auch nicht, weil das ist wirklich Tagesgeschäft. Der Tag besteht aus vielen Problemen, die in den Fachabteilungen dann gelöst werden. Aber es ist schon so, wenn signifikante Themen auftreten, da ist der technische Leiter schon auch involviert und der hilft hier natürlich mit, um entsprechende Lösungsansätze zu treiben. Erinnert mich ein bisschen so an den Bundeskanzler, der seine eigenen Ministerien hat, aber wenn irgendwas aufploppt, irgendein Thema, sich dann doch in das Thema reinfuchsen muss. Und dann das muss er auch. Und da kommt das halt eben auch wieder zum Tragen, dass man ein Stück weit halt eben auch diese Themen und diese Dinge verstehen muss. Es geht hier nicht allein um Management-Aspekte, nach Lehrbuch sowieso nicht. Man muss verstehen, aus welchen Elementen so ein Fahrzeug besteht, aus was es sich zusammensetzt. Man muss die Funktionalitäten auch verstehen und man muss natürlich auch für diesen mannigfaltigen Lösungsansatz der Entwicklung eines Fahrzeugs muss man eine ganz klare Vorstellung haben. Und da muss man die Ansätze dieser Lösungsfindung muss man mittreiben unbedingt. Das ist wichtig, dass man das jetzt nicht, ich sage jetzt mal, der Menge oder dem gesamten Team überlässt, schon auch. Das
wird schon auch diskutiert, aber man muss auch helfen, hier den richtigen Lösungsansatz zu treiben. Da sind wir vielleicht bei dem Punkt, wie gesagt, das eine war jetzt viel Management, das andere betrifft Technik. Der technische Leiter muss auch das Fahrzeugkonzept mit definieren. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Ich habe das meist so gemacht, dass ich mich mit meiner Kernmannschaft arrangiere. Das ist dann der Chief Designer, das ist der verantwortliche Abteilungsleiter für die Fahrdynamik und für die Fahrzeugperformance und das ist der Abteilungsleiter der Aerodynamik. So, und man geht nach einer Feststellung eines Lastenhefts vor und definiert die einzelnen Kriterien und Parameter des neuen Fahrzeugkonzepts. Und hier werden entsprechende Analysen beigestellt, die kommen aus den einzelnen Fachabteilungen und diese einzelnen Analysen werden dann von diesem Gremium bewertet und dieses Gremium entscheidet halt eben den Ansatz für das Fahrzeugkonzept. So, und das ist das, was man dann zukünftig, also im folgenden Jahr haben wird. Und das, was die existente Fahrzeugentwicklung betrifft, also das aktuelle Fahrzeug, was sich in der Rennsaison befindet, da wird natürlich auch permanent weiterentwickelt. Und das ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, wird in erster Linie auch von der Aerodynamik getrieben. Das seht ihr dann immer, wenn die Teams mit ihren Aero-Upgrades an die Strecke kommen. Und das zieht sich eigentlich dann über das ganze Jahr. Aber auch hier ist der technische Leiter involviert. Er muss das Thema leiten, er muss es führen und er trifft auch hier mit Entscheidungen, welche Upgrades im Einzelnen realisiert werden, welche priorisiert werden und muss er sich aktiv, proaktiv auch hier in die Lösungsfindung und in den Entscheidungsmechanismus einbringen. Ganz schön umfangreich. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist sehr umfangreich. Dazu kommt natürlich die Aktivität an der Rennstrecke. Auch da muss der technische Leiter dafür sorgen, dass ein Rennwochenende gut organisiert ist, dass es gut über die Bühne geht, dass das Fahrzeug als Entwicklungsprodukt korrekt eingesetzt wird und dass man versucht, auch das gesamte Potenzial dieser Maschine auszuschöpfen. Weil da gibt es so viele Einstellungsmöglichkeiten am Setup und da versucht er gemeinsam mit dem Head of Racing hier die optimale Einstellung vorzunehmen und dann halt eben auch strategisch die Technik am besten einzusetzen. Genau, und das ist insgesamt ist natürlich ein sehr zeitfüllendes Programm, das ist richtig. Die Tage, die haben mehrere Stunden, ich sag mal sicherlich 12 Stunden im Durchschnitt. Und über die Rennwochenenden ist auch klar, dass man viele Wochenenden aktiv ist und arbeitet. Es gibt sicherlich aber auch Arbeitstage, die weit über die 12 Stunden hinausgehen. Und ja, aber ich denke, mit dem hohen Niveau an Identifikation und der Liebe zum Sport gelingt einem das eigentlich immer recht gut. Ja, was ich noch sagen kann, ist, dass die Zeit, muss man sich halt auch vorstellen, dass man natürlich viel auch in Gremien und in Meetings und in Besprechungen verbringt. Das ist vielleicht so 50% der Zeit. Das ist schon recht umfangreich. Aber wie gesagt, das sind viele, viele Menschen in der Organisation, die alle auch informiert sein möchten. Ich denke, das ist auch wichtig, wie man so schön sagt, die Leute abzuholen, dass sie wissen, wo die Reise hingeht, dass sie verstehen, was man möchte. Es ist wichtig, dass da eine Transparenz vorhanden ist und das geht im Endeffekt nur, wenn man sich austauscht und wenn man kommuniziert und wenn man sich darüber unterhält. Und genauso muss das auch nach meinem Dafürhalten ablaufen. Dann gibt es noch die ganzen FIA-Gremien und so weiter, die öfter mal was wollen. Also ganz das genau. Heißt, das eigene Team ist nicht genug. Ja, ja. Das, was ich jetzt erklärt habe, ist eigentlich allein in Bezug auf sagen wir, alle Kriterien, die Technik oder Technikabteilung betreffen. Und dann gibt es natürlich noch die lateralen Aspekte. Der Technikleiter ist natürlich auch
Repräsentant für das Team bei der FOM, bei der FIA. Alle Themen, die Regularien und technische Themen beinhalten, natürlich auch strategische Themen. Ist natürlich derzeit auch aktuell Formel 1 Weiterentwicklung, Regularien 2019, Regularien 2021. Auch da bringen sich ja die Teams proaktiv ein, um das weiterzuentwickeln, um halt auch die Serie weiter zu unterstützen. Also da gibt es einen guten Austausch. Da sind natürlich die technischen Direktoren oder bisweilen auch die Chief Designer arg in diese Themen involviert. Dann muss er natürlich auch die Schnittstellen innerhalb der Teamorganisation abdecken. Da gibt es auch andere Funktionen, natürlich zum Beispiel Finanz. Er trägt Verantwortlichkeit für das Technikbudget, muss hier auch entsprechend Kosten kontrollieren. Er deckt natürlich auch die Schnittstelle Personal ab, also für alle personalrelevanten Themen muss er hier entsprechend mit dem HR-Direktor sich arrangieren. Da geht es dann um Headcounts, da geht es um Kapazitätsentwicklungen mittel- und langfristig. Geht aber auch mal um Personal, individuelle Personalthemen sicherlich auch. Es geht um Personalentwicklung, Coaching und solche Themen. Dann die Marketingabteilung steht auch hin und wieder nah an der Technik. Ob das nun Sponsorverträge sind, die, sage ich mal, über einen technischen Hintergrund Anbindung ans Team finden. Da gibt es einen Austausch und natürlich auch mit Public Relations. Also Pressearbeit ist natürlich auch ganz wichtig. Das heißt, Technikinhalte, die da nach außen kommuniziert werden, das macht normalerweise auch der technische Leiter. Weil man böse sagen könnte, viel gibt es da nicht in der heutigen Formel 1, was wir mitbekommen oder was wir mitbekommen dürfen. Ich finde es schade, wie gesagt, weil die Fahrzeuge sind eigentlich en gros reglementiert. Insofern weiß ich nicht, inwieweit man davon viel Geheimnissen reden kann. Viele Dinge sind ja einfach schon schwarz auf weiß definiert. Insofern gibt es da keine großen Fragen. Und alles andere, denke ich mal, aus meiner Sicht sollte durchaus transparent sein oder transparenter sein. Es ist natürlich klar, wenn man von Technikthemen redet, die große Vorteile beinhalten. Normal ist es so, dass die Konkurrenz das so schnell eh nicht kopieren kann. Manchmal passt es auch einfach nicht auf deren Konzept. Geradewegs Lösungsansätze in der Aerodynamik, da kann man nicht von einem Auto aufs andere kopieren. Insofern, ich habe da immer, Transparenz halte ich eigentlich für den besseren Weg, um halt auch den Fans und dem Interessierten hier einen entsprechenden Einblick zu liefern. Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Ich sehe da im Augenwinkel schon so ein technisches Gerät, so dein Lieblingsprojekt fast aus deiner Zeit, kann man sagen, aus deiner Formel 1 Zeit? Ja, doch, kann man sagen, ganz einfach, weil Magst du vielleicht mal vorstellen? Ja, klar, genau. Das ist hier das sogenannte FCP, Front Clutchback. Und dieses Bauteil wurde 2004 in dem BAR Honda eingesetzt. Und zwar ist es eine hydraulische Kupplung, die die beiden Vorderräder miteinander gekoppelt hat in bestimmten Fahrsituationen, und zwar beim Anbremsen. Und das wurde so simpel betrieben, dass man hier eine Hydraulikleitung auf diesen Port gelegt hat und beim Anbremsen über den hydraulischen Druck, den man im Masterzylinder erzeugt hat, wurde dann hier ein Kupplungspaket mit Kraft beaufschlagt und hat somit ein Sperrmoment erzeugt. Ja, und der Grund dafür, für den einen oder anderen wahrscheinlich offensichtlich, man sieht das ja sehr häufig, dass die Formel-1-Fahrzeuge beim Anbremsen auf die Kurve, beim Einlenken halt auf der Kurveninnenseite ganz gern mal das Rad blockieren. Und das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Rundenzeit und auf die Performance und natürlich auch auf den Reifenverschleiß. Von diesen Bremsplatten hört man ja auch immer wieder, ne, und Vibrationen, die sich halt eben damit einstellen.
Aber wie gesagt, das war eher so Priorität 2. In erster Linie ging es darum, das Brems- oder Verzögerungspotenzial zu vergrößern. Ja, was man hier nämlich mit erreicht, ist zum einen mal, dass natürlich das kurveninnere Rad jetzt durch die Verbindung dieser Kupplung nicht mehr so schnell am Blockieren gehindert wird. Und das andere ist halt eben, dass durch die Übertragung des Bremsmoments von dem kurveninneren Rad auf das kurvenäußere Rad insgesamt das Bremspotenzial steigt. Ich versuche das nochmal ein bisschen anders zu verdeutlichen. Wenn das Fahrzeug verzögert auf der Geraden, hat er in dem Zeitpunkt das kurvenäußere oder kurveninnere Rad bzw. beide Vorderräder gleiche Vertikallast. Ja, so, und damit haben sie ähnliches Potenzial. Und wenn das Fahrzeug jetzt in die Kurve einlenkt, dann wird das kurveninnere Rad entlastet, hat also weniger Hochkräfte und das kurvenäußere Rad wird höher belastet. So, folglich hat natürlich das kurveninnere Rad die Tendenz zu blockieren, ja, weil der Kontakt oder die Kontaktkräfte zwischen Reifen und Untergrund reduziert sind. Ich denke, das leuchtet so ein. So, und wenn man sich vorstellt, im Extremfall, also es wäre keine Kupplung, sondern eine starre Verbindung, dann würde natürlich das kurveninnere Rad genauso schnell drehen wie das kurvenäußere Rad. Es wäre im Endeffekt gezwungenermaßen durch diese Kupplung dazu verdonnert. Ja, so, und was man halt eben damit erreicht, ist, dass insgesamt das Bremskraftpotenzial oder Bremsmomentpotenzial steigt und das Fahrzeug oder der Fahrer entsprechend später verzögern kann. Und später verzögern heißt, er hat eine höhere Verzögerung. Und das heißt unterm Strich schnellere Rundenzeit. So, und wir haben das in 2004 eingesetzt und das hat in den letzten Rennen dazu beigetragen, dass wir hier an Renault noch vorbeiziehen konnten und waren am Ende Zweiter in der Weltmeisterschaft 2004. Ja, das war ein ganz, Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung. Das war jetzt quasi im Chassis drinnen, dieses Device. Hier sieht man wunderschön, da sind Wellen reingesteckt Genau. und die sind mit den Vorderrädern verbunden. Das heißt, so etwas Ähnliches wie eine Antriebswelle. Sieht so aus wie eine Antriebswelle, wenn man es Genau, von das außen ist anschaut. genau. Das ist, die treibt halt zwar nicht an, aber es sind Gelenkwellen, mit denen diese Kupplung dann halt eben die Räder verbunden hatte. Genau. Ja, Kann man es ist auf dem. einfach ein relativ simples System, aber es hat ganz hervorragend funktioniert. Heißt ja Aus Rundenzeit logischen. ausgedrückt. Das ist ja In immer unsere Rundenzeit, Lieblingsfrage. genau, in Rundenzeit 7 Zehntel in Jerez und in Barcelona waren es auch 6 Zehntel. Silverstone waren es 4 Zehntel, das habe ich jetzt noch so im Kopf. Also sehr viel Also eine Potenzial. ganze Menge. Das heißt, wenn ich die Zeit in Aerodynamik finden will, wie viele Millionen ich da investieren muss, das. Das ist auf jeden Fall mal eine ganze Menge. Ja, das kann ich auf jeden Fall so wiedergeben. Und heute sehen wir es leider nicht mehr. Heute sehen wir es leider nicht mehr. Es gab Ende 2004 hier eine Absprache zwischen dem technischen Leiter von BAR und der FIA. Man hat versucht, dieses Thema einzustellen, um Kosten zu sparen. Ich finde es schade, weil ich denke, im Vergleich zu dem, wie du es schon erwähnt hast, was man heutzutage ausgibt, war es doch verschwindend gering. Ich glaube, ich kann mich noch entsinnen, wir haben für die Entwicklung, glaube ich, insgesamt 200.000 Euro bezahlt und das Unit selber hat um die 60.000 Euro pro Vorderachse gekostet. Ne? Und naja, das ist relativ günstig, ne? Im Vergleich, was man in der Aerodynamik teilweise halt ausgibt. Beeindruckend. Stück Formel Ja, 1-Geschichte hier bei uns im Büro. ganz genau, ja. Dazu kann man noch sagen, wie gesagt, als wir den ersten Prototypen im Fahrzeug installiert hatten, war das noch elektrohydraulisch geregelt. Und wir hatten hier die Zustimmung von Charlie Whiting, dass wir es so einsetzen könnten. Aber dann am Nürburgring wurde unser Fahrzeug dann
bei der Abnahme doch ein bisschen kritischer betrachtet. Und dann wurde uns nahegelegt, das System wieder zu demontieren. Und später in Paris bei dem FAA-Gericht wurde dann halt eben deklariert, dass dieses System Teil des Bremssystems ist. Und da man die Bremssysteme elektrohydraulisch nicht regeln darf, wurde es halt eben untersagt, das System so zu betreiben. Ich habe aber dann das Urteil halt eben entsprechend anders in der Interpretation für mich als Ergebnis aufgefasst und habe gesagt, okay, na, wenn es dann halt ein Teil des Bremssystems ist, dann werden wir es genau auch so einsetzen, halt nicht mehr aktiv betreiben. Wir haben halt vom Masterzylinder einfach den hydraulischen Druck auf die Kupplung gelegt. Das heißt, bei der Bremsbetätigung wurde die Kupplung entsprechend betätigt und damit wurde funktionell genau das Gleiche erzielt und das hat hervorragend funktioniert. Was vielleicht die Nachteile bei dem System waren, wenn da jemand jetzt etwas akribischer hineinschaut oder das hinterfragt, es ist natürlich so, dass diese Kupplung eine gewisse Steifigkeit hat und die Fahrer sind immer sehr bedacht auf das Feedback des Bremspedals. Und das ist schon so, dass die Gesamtsteifigkeit des Bremssystems deutlich reduziert ist, ja, um Faktor 50%, möchte ich sagen. Und das heißt, letztendlich sind damit die Bremspedalwege länger für den gleichen Hydraulikdruck. Fühlt sich also an, so ein bisschen, als schwammig. Würde die Bremse faden. Genau, fühlt sich dann ein bisschen schwammig an. Und das ist nicht gut für die Fahrer, weil sich damit insgesamt das Feedback verschlechtert. Aber man kann jeden Fahrer überzeugen, wenn die Rundenzeit 7/10 besser ist, weil dann können sie dann auch mit solchen Problemen umgehen. Und das hat da auch genauso funktioniert. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir das System das erste Mal getestet hatten in Jerez. Als Jensen aus dem Auto kam, war er überglücklich und hat halt eben auch intuitiv die Leistungssteigerung gleich bestätigt und war völlig überzeugt davon, trotz des langen Bremspedals. Genau. 2004 hatten wir schon einige Themen da in diesem BAR Honda, die sich vielleicht unterschieden haben vom durchschnittlichen F1 zu der Zeit. Andere Sache, die wir eingesetzt hatten, waren Bremssättel mit Hohlkolben. Das heißt, wir konnten die Kühlluft durch die Kolben der Bremssattel führen, direkt auf die Rückseite der Bremsbeläge. Und das hatte halt zwei tolle Effekte, nämlich mal zum einen konnte man das Friktionsmaterial, das Reibmaterial, also die Brakepads und die Scheibe direkt im Kontakt kühlen, weil man halt hier die Kühlluft direkt an den Materialien vorbeigeführt hat, also direkter Wärmeübergang. Und das andere war natürlich, dass über die Kühlluftführung durch die Kolben auch die Kolben und die Bremssättel und vor allen Dingen die Bremsflüssigkeit an den kritischen Stellen entsprechend kühlen konnte. Und wir hatten in 2004 zum ersten Mal den Grand Prix in Bahrain zu bestreiten. Und damals noch ein Tagrennen, muss man dazu sagen, also nicht Nachtrennen, höhere Temperaturen. Höhere Temperaturen und ziemlich anstrengend und fordernd für die Bremsanlage. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass alle Teams Probleme hatten, richtig große Probleme hatten. Und wir sind mit unserem Bremssystem da wirklich sehr gut durchgekommen. Ich musste zuletzt dann noch nachschauen, aber wir haben das Rennen dann auf P3 und P5 geendet mit Jensen und Takuma Sato. Und ja, ich kann mich dann noch erinnern, da gab es auch noch ein extra Lob von Jeff Willis zu dem Thema, weil da keiner wirklich mit gerechnet hatte, dass die Bremsanlagen dermaßen unterkonstruiert sind. Ja. Also nicht richtig ausgelegt sind und da halt wirklich auch ein Problem hatten. Unfassbar interessant. Ich könnte mir noch stundenlang Geschichten anhören von einzelnen Detaillösungen. Aber wenn du jetzt den Leuten zu Hause, die Technik interessiert sind, einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben musst, die auch mal technischer Direktor werden wollen oder Chief Designer oder was auch immer, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
wer sich heute dazu entscheidet. Ich will das ja, ja, wie eingangs schon gesagt, ich denke, wenn man das Interesse hat, man sollte halt dafür Sorge tragen, dass man wirklich ein breites Spektrum an Wissen abdeckt. So, die Frage ist natürlich, wie kommt man da am besten hin? Und sinnvoll wäre es sicherlich schon mal, den Studiengang Fahrzeugtechnik zu belegen. Und dass man zumindest mal hier auch schon mal gute theoretische Kenntnisse und fachorientierte Kenntnisse sich aneignet. Und dann ja mit dem Einstieg, ich denke mal, Formula Student, das ist ja über die letzten 10 Jahre auch stark gewachsen. Ich denke, das ist auch sehr sinnvoll. Habe ich auch viele junge Ingenieure kennengelernt. Bei Sauber auch mit ETH Zürich, ja, zusammen. Ganz genau. Mit Zürich, mit Bern. Das sind halt junge Ingenieure, die halt eben da schon ein recht breites Fachwissen sich aneignen können, halt eben auch an den verschiedenen Systemen arbeiten können, mitentwickeln können und da sicherlich auch schon ihre ersten Erfahrungen machen können. Also das sind sicherlich schon mal gute Voraussetzungen, wenn man so einsteigt. Wenn man den Einstieg in ein professionelles Werksteam findet, ist es sicherlich gut. Du hattest das eingangs schon erwähnt. Dann ist es allerdings meist so, dass man eher einen Expertenweg bestreitet. Ganz einfach, weil diese Organisationen natürlich deutlich größer sind. Man sollte dann versuchen, vielleicht mal alle 2-3 Jahre zu wechseln und sich mal in neue Themen reinzudenken. Ich selber habe das in den Teams immer auch unterstützt, dass wenn Leute entsprechend breit gefächertes Interesse hatten, dass sie sich auch mal mit anderen Themen auseinandersetzen konnten. Und da muss man halt eben schauen, wie die Managementorganisationen in einzelnen Teams aufgestellt sind, ob sie die Flexibilität offerieren, dass Leute sich dann über die Zeit halt auch in verschiedenen Bereichen entwickeln können. Sollte man auf jeden Fall versuchen und sollte man auf jeden Fall auch anstreben. Ansonsten natürlich in kleineren Teams ist es immer gut, ja, weil man normalerweise, genau, da kann man halt in vielen Bereichen halt aktiv mit angreifen und viele Themen bearbeiten und kann so seinen Horizont erweitern. Das ist sicherlich gut. Wenn die Möglichkeiten nicht gegeben sind, denke ich, kann man sich vielleicht spezialisieren im Bereich Strukturberechnung. Warum? Strukturberechnung hat im Endeffekt mit allen Entwicklungsbereichen zu tun. Es geht über den Leichtbauaspekt, im Bereich Composite bis hin zum funktionellen Konzept, Fahrwerk. Die haben im Endeffekt schon auch einen Zugriff auf alle Technologien, die man im Fahrzeug einsetzt, mitunter auch im Bereich Aerodynamik. Und wenn das nicht so sehr interessiert, dann kann ich empfehlen, dass man vielleicht in den Bereich Fahrdynamik einsteigt, weil die Fahrdynamik natürlich auch alle Aspekte abdeckt, alle Funktionalitäten vom Fahrwerkssystem über den Antriebsstrang bis hin zur Aerodynamik und sämtliche Funktionalitäten im Fahrzeug, weil die letzten Endes natürlich einen Einfluss auf die Fahrdynamik und die Performance haben. Also hier kann man sicherlich auch sehr viel lernen. Man sollte halt eben aufpassen, dass man nicht zu sehr sich auf der theoretischen Basis aneignet. Man muss halt doch versuchen, auch den praktischen Teil, nah an den praktischen Teil zu kommen, zu gelangen. Also konstruieren, berechnen, Simulation, sich aktiv in die Themen mit einbringen. Und was hin und wieder auch hilft, ist mal auch in die Werkstatt schauen und gucken, was die Mechaniker machen. Gerade solche Themen wie Montage, Zugang, das sind auch ganz wichtige Themen, sind auch mitunter hinderlich, wenn das nicht gut genug konstruiert ist. Und da lernt der junge Ingenieur insbesondere auch viel an der Hardware. Da wird auch viel geflucht, genau. Bei den Mechanikern, was das ist so. Wie soll ich denn da wieder hinkommen mit dem Schlüssel? Genau.
wenn die Schraube in den Deckel integriert ist und der Deckel ist verklebt und man kommt an die Schraube nicht mehr ran. Genau, das funktioniert nicht. Klassiker. Genau. So, das, wie gesagt, das wäre so für den Einstieg, denke mal, der richtige Weg. Und dann versuchen, im Team zu wachsen. Es gibt dann noch eine Abteilung bei manchen Teams, auch nicht bei allen. Ich habe das meist so gehandhabt. Das ist das Konzept oder die Packaging Group. Das ist eine Gruppe oder Abteilung von 3 bis 5 Ingenieuren, die sich dann recht frühzeitig schon auch mit dem neuen Fahrzeugkonzept befassen. Und die konstruieren halt im ersten Ansatz nach Festlegung der groben Konzeptparameter dann schon mal die ersten Detailkonzepte, um Monocoque und mechanische Systemkomponenten. Also da lernt man sicherlich auch viel. Genau, das kann ich sagen. Es gibt schon Möglichkeiten. Also ich kann nur mit auf den Weg gehen, Formula Student, super Sache. Problem ist nur, wenn es gut läuft, sitzt ihr auf der Seite, wenn es schlecht läuft, sitzt ihr auf der Seite. Aber super, super Projekt auf jeden Fall. Jeder, der die Möglichkeit hat, unbedingt mitmachen, Formula Student. Dann danke ich dir erstmal schon für den ersten Teil. Das war jetzt alles rund um den technischen Direktor. Was macht der? Wie wird man technischer Direktor? Da haben wir noch viel mehr spannende Sachen für euch. Zum einen schauen wir uns noch die Entwicklung von so einem Fahrzeug an. Was passiert da überhaupt? Hat es mit Ressourcenverschieben auf sich vom einen Projekt aufs andere? Und wir schauen uns auch noch ein bisschen die Regeln in Zukunft an der Formel 1. Also die anderen Videos rentieren sich auf jeden Fall noch. Hey, aufgepasst! Hast du schon die neue Motorsport-App? Jetzt im App Store nach Motorsport-Magazin suchen und App kostenlos runterladen. Alle News, alle Ergebnisse, exklusive Videos. Hol dir die kostenlose motorsportmagazin.com-App auf www.motorsport-app.com.